Seit heute ist es nun auch endlich in Deutschland soweit. Die sechste und finale Staffel von Lucifer gibt es auf Amazon Prime Video und damit sind wir hier wieder beim Recap der ganzen Geschichte und damit der ersten fünf Staffeln, damit wir dann gut und informiert die sechste Staffel angucken können. Also los geht's. Ja. 2016 hat damals der ganze Spuk mit Lucifer angefangen und der Fürst aus der Hölle wollte einfach mal Urlaub machen und ist deshalb zu uns hier auf die Erde gekommen. Auf der Erde angekommen verhalf er unter anderem die Leila ganz groß rauszukommen, aber als die kaltblütig ermordet wurde, hat sich die LAPD-Kommissarin Chloe Decker eingeschaltet, die den Mord untersuchte. Unser Fürst der Finsternis war natürlich sofort von Chloe verzaubert und das lag sicherlich nicht nur an ihrer Optik, sondern auch an der Tatsache, dass sie immun gegen seine Kräfte gewesen ist und dass er physisch verwundbar wurde durch sie und das ist wahrscheinlich ein Grund mehr gewesen, warum er sich als Berater beim LAPD eingeschmuggelt hat, natürlich mit Hilfe seiner Kräfte. Aber Lucifer war natürlich nicht ganz alleine auf der Erde, sondern es gab unter anderem auch noch die Dämonin Mace, die hier und da dafür gesorgt hat, dass ihm eben nichts passiert, wobei ein Fürsten der Finsternis so schnell eigentlich nichts umbringen könnte. Und natürlich dürfen wir auch nicht seinen Bruder Amenadiel vergessen, der dafür sorgen wollte, dass Lucifer sie gefälligst zurück in die Hölle kommt und da war ihm eigentlich jedes Mittel recht, hat unter anderem die Therapeutin von Lucifer manipuliert und einen korrupten Kopf wiederbelebt namens Malcolm Graham. Durch diese Aktion ist aber Trixie, die Tochter von Chloe, in Lebensgefahr geraten. Am Ende war es dann aber doch Lucifer, der gestorben ist. Naja, zumindest temporär, wenn man es dann hier auch sterben nennen möchte. Dadurch gelangte er aber kurz wieder zurück in die Hölle und hat mitbekommen, dass seine Mutter entkommen ist und das soll nichts Gutes heißen und das führt uns dann zur zweiten Staffel. Hier muss Lucifer natürlich wieder erstmal einige Therapiestunden besuchen, um dieses ganze Familiendrama aufzuarbeiten, aber seine erste Priorität ist jetzt, seine Mutter aufzuhalten und deshalb gibt es einen temporären Waffenstillstand zwischen Lucifer und seinem Bruder Amenadiel. Am Ende war es aber seine Mutter, die ihn dann doch schneller aufgefunden hat und wir haben gesehen, dass seine Mutter in Form der Anwältin Charlotte Richards aufgetaucht ist. Lucifer entschloss sich daraufhin, seine Mutter auf Erden zu lassen und auch eben in Form der Anwältin. Dadurch hat er aber eine Abmachung mit seinem anderen Bruder Uriel gebrochen. Woraufhin der dann begonnen hat, Chloe zu bedrohen, aber auch nur so lange, bis Amenadiel interveniert hat. Aber im Kampf der beiden hat am Ende Uriel die Oberhand behalten. Lucifer muss außerdem in der zweiten Staffel feststellen, dass ihm die Menschen doch nicht so egal sind, wie er mir behauptet hat, gerade durch das ganze Gekabbel mit seiner Familie. Und dann hat es seine Mutter in Form von Charlotte auch noch so weit geschafft, ihn zu manipulieren, bis er fast im Himmel den Krieg erklärt hat, weil er auch noch an das Schwert von Azrael gekommen ist. Am Ende war er es aber, der seine Mutter in eine andere Dimension geschickt hat. Was uns dann auch schon zur dritten Staffel von Lucifer bringt und hier wacht der Teufel nackt und ein bisschen fertig in der Wüste auf und auch noch mit neuen Flügeln. Ja, wo sind die denn hergekommen? Und zwar war er sichtlich bemüht, die wieder loszuwerden. Aber das war einfach nicht möglich. Mit Hilfe von Chloe und ihrem neuen Chef Marcus gelang es Lucifer dann herauszufinden, wer für den Schlag auf den Kopf und seine Entführung verantwortlich war, und zwar ein sogenannter Cinnamon, und den galt es jetzt aufzuspüren. Am Ende gelang es dann tatsächlich, Marcus Cinnamon zu töten. Lucifer wiederum wollte eigentlich Marcus töten, aber das gelang ihm nicht, weil es hat sich herausgestellt, dass Marcus eigentlich Kane ist und der ist unsterblich. Anfangs ging Lucifer noch davon aus, dass Kane und Gott unter einer Decke stecken würden und irgendwas aushacken, aber es zeigt sich, Kane möchte eigentlich endlich nur sterben, aber so sehr Lucifer bemüht war, es gelang ihm einfach nicht. Das bedeutet natürlich Pech für Kane oder irgendwie auch Glück, weil der daraufhin Chloe in alles einweihte und ihr auch einen Heiratsantrag machte. Aber am Ende gelang es Lucifer mit seinen dämonischen Kräften und er ist nun mal einmal der Fürst der Unterwelt, Kane zu ermorden, was aber dazu führte, dass er sein wahres teuflisches Gesicht zeigte und damit meine ich tatsächlich das Gesicht eines Teufels. Und das bringt uns dann eben schon zur vierten Staffel von Lucifer und hier sehen wir, wie Chloe in guten Monat einfach verschwunden ist. Dann ist sie aber wieder aufgetaucht und handelt so, als wäre nichts gewesen. Und das ist doch sehr verdächtig. Und es zeigt sich auch recht schnell, dass Chloe Pater Kinley kennengelernt hat und beide schmieden einen Plan, wie sie Lucifer jetzt doch schlussendlich zurück in die Hölle bannen können. Aber Kinley hat einen ganz eigenen Plan, weil er möchte, dass sich eine Prophezeiung erfüllt. Und das fliegt natürlich irgendwann auf, was nur dazu führt, dass Chloe und Lucifer wieder zusammenarbeiten und Chloe gelingt es sogar, Kinley zu verhaften, aber natürlich stoppt das seine Pläne nicht. Und genau das führt uns dann zur eben genannten Prophezeiung und die besagt, dass der Teufel auf Erden wandelt und hier wieder auf seine erste und wahre Liebe trifft und das führt dann eben zur Hölle auf Erden. Zufälligerweise taucht dann auch noch Eva auf, Lucifers erste und wahre Liebe, so glaubt er zumindest, und das passt ihm ganz gut in den Kram, weil er denkt sich einfach, hey, ich komme mit Eva zusammen und trenne mich dann einfach wieder von ihr, dann haben wir eben die Hölle nicht auf Erden.
werden. Das klappt auch ganz gut, aber die bleibt gekränkt zurück und ist fortan mit Pater Kinley zugange. Kurzum bedeutet das, die Hölle auf Erden war wieder eine echte Gefahr. Am Ende hat es aber Lucifer natürlich geschafft, genau das zu verhindern. Mit Hilfe seiner Freunde und seiner Familie und sein neugeborener Neffe Charlie war sicherlich entscheidend dafür. Und das ist der Sohn von seinem Bruder Amenadiel und seiner Weggefährtin Lina. Am Ende der vierten Staffel ist also auf Erden wieder alles in Butter. Naja, fast. Lucifer verabschiedet sich und sagt sich, hey, er kehrt zurück in die Hölle, um hier eben für Ordnung zu sorgen und damit die Hölle auf Erden eben nicht wieder ausbrechen sollte oder nicht wieder fast ausbrechen sollte. Aber vorher sagt der Chloe natürlich, dass sie immer seine erste und wahre Liebe gewesen ist. Und das führt uns dann eben zur fünften Staffel und hier sehen wir Michael, wie er eben auf Erden wandelt, der Zwillingsbruder von Lucifer. Also er sieht exakt so aus, weil Lucifer und Michael kennt man ja auch aus anderen Filmen und Serien und der gibt sich jetzt als Lucifer aus und sorgt damit natürlich für ziemliches Chaos in dem Privatleben von Lucifer. Aber Chloe ist clever und sie erkennt bald die Scharade von Michael oder Michael oder Michael, wie du ihn auch immer nennen möchtest, und sorgt dafür, dass Amenadiel auch zurück in die Hölle geht, damit er mal Lucifer Bescheid sagt, damit der eben zurückkommt und das ganze Chaos aufräumt. Der Fürst der Finsternis kommt also ein weiteres Mal auf die Erde und das Problem mit Michael scheint recht schnell gelöst. Somit kann Lucifer sich also wieder Chloe widmen und es zeigt sich, dass sein Vater, also Gott, wohl dafür verantwortlich sein könnte, weshalb die Kräfte von Lucifer bei Chloe nicht wirken und weshalb er physisch angreifbar ist, wenn er eben in Chloes Nähe ist. Denn Gott selbst war es, der mit Hilfe von Amenadiel dafür verantwortlich war, dass Chloe überhaupt existierte, weil Chloes Eltern eigentlich gar kein Kind bekommen könnten. Und genau das ist eben der Grund, weshalb sie eben die besonderen Kräfte hat, wenn man so will, und Lucifer nicht willenlos ausgeliefert ist, weil seine Kräfte funktionieren ja nun mal bei ihr nicht. Michael dagegen, ja, der ist immer noch am Start und manipuliert den Ex-Mann von Chloe, Dan, dahin, dass der jetzt auch davon überzeugt ist, den Teufel umbringen zu wollen und damit natürlich Lucifer. Aber wir wissen ja inzwischen, dass sich Lucifer so leicht nicht töten lässt und als der auch noch erfährt, dass Michael dafür verantwortlich ist, dass sich selbst Mace gegen ihn gestellt hat, soll es zum finalen Kampf kommen, also zwischen Michael, Lucifer und eben Amenadiel. Aber bevor der komplett eskaliert, kommt Fadi. Ja, Fadi, also Gott, kommt auch auf die Erde und sagt, Leute, so mal nicht. Und selbst Gott kann den Frieden zwischen den Engeln nur temporär gewähren. Selbst ein Familienessen kann das nicht richten. Dabei möchte er doch nur auch mal seinen Enkel kennenlernen. Das klappt natürlich. Und Michael wird zurück in den Himmel geschickt. Und Gott hat jetzt mal die Zeit, Lucifer bei seinem neuen Arbeitsplatz beim LAPD genauer kennenzulernen. Bald zeigt sich aber, dass Gott einen noch viel wichtigeren Grund hat, vielleicht die Erde zu besuchen und seine Kinder. Weil er verliert wohl so langsam seine Kräfte. Das möchten Lucifer und Amenadiel natürlich verhindern. Und Gott soll auch schnell wieder nach Hause, damit sie halt ihre Ruhe haben. Der macht sich aber lieber zum Menschen und das bringt natürlich auch wieder Probleme oder viel mehr Erkenntnisse für ihn. Und dann stellt er auch noch fest, ey Leute, ich setze mich zur Ruhe, stellt die nächste Frage in den Raum, wer wird denn jetzt der neue Gott? Und für Lucifer ist ganz klar, das kann doch nur Amenadiel werden. Der ist davon anfangs sehr begeistert, dann aber weniger. Und da denkt sich Lucifer, ey, er selbst könnte doch der neue Gott werden. So leicht ist das aber nicht, weil die anderen Engel noch zustimmen müssen. Vorher möchte Chloe aber noch von Lucifer wissen, ob sie denn jetzt eine echte Beziehung haben. Sie denkt, das Gespräch verläuft nicht simpel, aber doch, das tut es, weil Lucifer sagt, ja, sie haben eine echte Beziehung. Damit ist das also scheinbar auch geklärt. Und Lucifer möchte jetzt, dass sich Gott wieder mit seiner Ex-Frau, könnte man wohl sagen, verträgt. Wir erinnern uns, die ist ja in einer anderen Dimension. Entsprechend holt er sie zurück. Die Konsequenz ist aber, ja, sie vertragen sich. Aber Fadi haut jetzt ganz ab, weil jetzt kann er endlich eben in den Ruhestand gehen oder entschließt sich vielmehr dazu. Bedeutet, Gott und seine Mutter wechseln die Dimension und damit gibt es hier auf Erden dann keinen Gott mehr. Die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist, wer wird jetzt der neue Gott? Lucifer fühlt sich dafür auf jeden Fall berufen, aber alle anderen sehen das noch nicht ganz so. Vor allem Maike, der ist strikt dagegen. Gut für ihn, dass er die Waffe von Azrael wiederfindet. Die hätte Lucifer mal besser verstecken sollen. Und Maike sorgt auch noch dafür, dass Dan erschossen wird. Lucifer und Amenadiel erkennen recht bald, dass Michael wohl einen Krieg anzetteln möchte und so möchte Lucifer natürlich das Schlimmste
Schlimmste verhindern und erkennt Michael als neuen Gott an. Naja, zumindest vielleicht für eine Sekunde. Vielmehr schlägt er ihm vor einen Kampf Mann gegen Mann und das, obwohl Michael anscheinend die Oberhand hat, weil wir erinnern uns, er hat ja die Waffe von Azrael. Und es sieht ganz danach aus, als würde Lucifer tatsächlich den Kampf verlieren, weil er sein anderes Geschwisterchen und Todesengel Azrael sieht. Die scheint aber eher für Chloe da zu sein, weil die danach direkt von Michael erstochen wird. Am Ende soll es aber der Fürst der Finsternis, also Lucifer selbst sein, der sich natürlich für Chloe opfert. Jetzt ist er aber nun wirklich tot. Dadurch kommt Chloe zurück auf die Erde und mit Hilfe eines Schlüssels, dieses magischen Schlüssels, schafft sie es dann, die Oberhand zu haben und Michael dann eben zurück zur Hölle zu schicken oder in den Himmel, naja, eben weg von der Erde. Als Chloe gerade zum finalen Schlag ansetzen möchte, um Michael dann endgültig zu erschlagen, hört sie aber eine Stimme und natürlich ist die von Lucifer und der schwebt auch zurück zur Erde. Natürlich ist er nicht tot und er möchte Michael eine zweite Chance geben. Er nimmt ihm aber die Flügel und genau diese Gutherzigkeit sorgt dafür, dass die Dämonen und die anderen Engel damit einverstanden sind, dass er jetzt der neue Gott wird. Und genau an dieser Stelle endet dann auch die 5. Staffel. Ist Lucifer jetzt der neue Gott und wie wird es weitergehen? Das alles erfahren wir ab heute eben in der 6. und Finalstaffel von Lucifer. Verrate du mir doch mal, wie hast du die letzte Staffel überhaupt gefunden? Hast du dich auf die 6. Staffel gefreut? Wie sind deine Erwartungshaltung? Oder wenn du das Video vielleicht auch später siehst oder wieder zurückkommst, dann schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, wie fandest du denn die 6. und finale Staffel von Lucifer? Und daneben würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, dann verpasst du auch kein neues Video und damit auch keine weiteren Recaps zu irgendwelchen Franchises, wo wieder neue Filme rauskommen oder zu weiteren Staffeln, zu bekannten Serien, aber natürlich auch zu neuen Serien, weil so schnell wird uns hier der Inhalt nicht ausgehen. Verrate mir auch gerne mal, brauchst du irgendeine Zusammenfassung? Schreib mir auch das gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe zwar immer den ganz weiten Blick, aber vielleicht rutscht mir ja auch mal ein gutes Franchise durch oder irgendeine gute Staffel. Von daher, lass mich gerne in die Kommentare wissen, brauchst du eine Zusammenfassung für einen zukünftigen Film oder eben eine zukünftige Serie?